In meiner Sprechstunde wünschen viele Eltern eine Impfberatung. Heute denken Eltern oft, dass Masern eine harmlose Kinderkrankheit sei. Das ist aber nicht so. Bis zu 10% der Kinder zeigen schwere Komplikationen, wie z.B. eine Lungenentzündung oder eine Hirnentzündung. Eine Hirnentzündung bei Masern kann zu bleibenden Hirnschäden oder sogar zum Tod führen. Nach Ausbruch der Masern kann man keine medikamentöse Behandlung mehr durchführen. Nur die vorgängige Impfung schützt zuverlässig vor diesen schweren Komplikationen. Die Eltern befürchten oft Impfnebenwirkungen, die sind aber zum Glück selten. In den letzten 10 Jahren habe ich in meiner Sprechstunde keine Komplikationen nach einer Masernimpfung erlebt. Ich empfehle darum allen Eltern, dass sie ihr Kind zum Schutz vor schweren Komplikationen gegen Masern impfen. Geimpfte Kinder und Erwachsene schützen ihrerseits Menschen, die sich selber nicht gegen Masern impfen können.